Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie ihr sehen könnt, handelt es sich hier wieder um den Chirigon Simulator. So, genau, die Fischtraube steht da. Wo steht unser anderes Gefährt? Ach, genau, da unten. Ja, ich würde sagen, wir werden heute die Zeit jetzt auf mal 60 stellen, damit es ein bisschen was weitergeht. Jetzt hin und rauf einmal mit der Bahn fahren, damit wir auch mal hinunterfahren und ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Und ja, dann machen wir gleich mal ein bis zwei Missionen in dieser Folge. Und der darf jetzt auch schon nach. Dann kaufen wir sicher die ein oder andere Station. Und kriegen somit dann auch weiter Fischen und die werden wir nachher alle reparieren. Und wie ich schon in einem der Rechtschlei gesagt habe, werden wir nachher vielleicht, wenn es sich ergibt, auch eine Beschneidungsanlage installieren, so dass wir den Schneemangel ein bisschen ausgleichen können, wobei wir da eben drauf schauen. Ja, es hat sich nichts an der Wetterprognose verändert. Es bleibt dabei, dass es nicht schneien soll. Übrigens, die letzten beiden Mal sind wir auf der anderen Spur gefahren, jetzt sind wir auf dieser Spur hinauf. Es ist so immer eine Fahrt hinunter, die andere hinauf. Ja. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge auch habt, was ich anders machen könnte in diesem Projekt, dann könnt ihr mir auch gerne jederzeit in die Kommentare schreiben. Gehen wir dann mal ab, wir fahren jetzt nochmal runter mit der Bahn und danach machen wir noch ein paar Missionen und danach pausiert dann schon langsam laden werden. Jetzt habe ich langsam den Band dann heraus. Jetzt passiert mir fast nie mehr Fehler. Nur bei der Fahrt sind mir jetzt keine Fehler passiert, bei der Fahrt sind auch nicht. Übrigens, oben bei der Brücke, die man gerade dahin sieht, da, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, sieht man da manchmal den Zug drüber fahren. Jetzt kann ich gerade irgendwie die Kamera nicht bewegen. Das ist schon mal nach unten, wenn man. Ich hätte euch jetzt gerne nochmal den Tunnel gezeigt, aber. Ah, jetzt auf einmal geht's ja. Meine Maus ist schon ein bisschen älter, der hat manchmal so kleine Probleme. Was? Ja, ein bisschen Reparation machen wir jetzt nicht. Haben wir echt schon gesagt, das machen wir nachher selber. Ein Helfer lassen wir da nicht arbeiten. Oh je, falsche Taste. Okay. Was wir jetzt gleich machen können, nun, solange noch kein Einsatz reinkommt, wir nehmen einfach gleich das mit. Transportmissionen machen wir Sinn, wir fahren jetzt entweder Einsatz oder X. Wir können jetzt rein theoretisch darauf von der Station kaufen. Oder wir fahren oben und kaufen den. Fahren wir da oben, der ist näher und kaufen den, die anderen können wir nachher immer noch machen, später. Ja genau, durch den Skifahrer durch ist immer das Gescheitste.
Da gibt es ja auch Verfahren, ich glaube, der ist sogar ein bisschen größer und schaut cool aus. Weiß nicht. Ja, kaufen wir die Station nochmal, nachher kommen wir vielleicht auch mit der Bahn fahren. Ach, mit der kann man jetzt mal wieder rauf. Ja, hat man da dann drauf. So, kaufen. Nachher kommen wir auch mal mit der Bahn fahren, nachher sind wir mal besonders. Die Bahn ist größer und ich finde sie noch schöner als die andere drüben. Die schaut irgendwie auch ein bisschen moderner aus. So. Deswegen fällt sie mir auf der Karte. Und sie hat ja jetzt die Station, genau. Und auch die Piste 6. Dann haben wir wieder eine neue Piste dazu gewonnen. Langsam wird es auch schaden. Normal schließen ja die Skigebiete so um 16 Uhr oder um 17 Uhr, außer es ist Nachtschifahren, aber ich glaube da in dem Spiel, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, ich hätte direkt so gemeint, die Skifahrer sind bis 22 Uhr da, das ist schon sehr spät, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auf jeden Fall sind sie da sehr lang da, länger als normal, weil normal ist es so von 9 bis 16, 17 Uhr. Aber da kommen sie um 7 und gehen, ich bin mir nicht sicher, 22 Uhr. Ich könnte mir gerne ausbessern, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber wir werden es nachher eh sehen. Oh. Ich möchte ein bisschen lustig anfahren. Ja. Unfall, den nehmen wir jetzt an. So. Und ein bisschen rein. Und den Motor schalten. Wir sollten losfahren. So. Falsche Taste, so jetzt geht's los. Ah. Wenn wir uns halt selber verletzen, bringt's dann nichts mehr. Aber das ist auch schwer, mit den Pisten raufen ist es so, wohnt er so 20 km/h oder 30 und der fährt da 80, 90 km/h. Das ist voll schwer. Natürlich sind auch meine Fahrerskills die besten, aber jetzt ist es nach 19 Uhr und die Skifahrer sind immer noch da. Ja. Wieder mal liege da neben der Piste. Überraschungsmoment. So, jetzt haben wir ihn gut mitgenommen. Das denke ich, wir sollten mehr Missionen oder so am Tag machen, nachher schreibst du das auch gerne in die Kommentare. Nachher werde ich am Tag nicht immer die Zeit auch so schnell stellen, sondern werden wir auch mal eben mehr Missionen am Tag machen, aber ich glaube es ist doch spannender in der Nacht die Pistenpräparation und Beschneidung als so Missionen am Tag fahren, das ist man ja. Oh, ich sehe gerade, wir haben nur mal 10 Liter und dadurch, dass dahin dann gleich die Tankstelle ist, würde ich sagen, wir fahren dahin und tanken, bevor uns der Sprit ausgeht. So. Ist es gut ausgegangen bis dahin? Oh. Vielleicht hätten wir halt warten sollen, bis wir voll gedankt sind. So. Jetzt stoppen wir mal kurze Zeit, weil mit den 22 Uhr bin ich mir nicht so sicher. Jetzt stellen wir sie kurz auf Echtzeit. Nicht, dass wir jetzt wertvolle Zeit verpassen, die wir fürs Präparieren nutzen könnten. Aber ich glaube, nach wie vor, dass die Skifahrer immer noch da sind. Wir werden nachher vielleicht auch mal Projekte auf anderen Karten machen. Zum Beispiel vom Austrian Modding Game. Ja. Wenn es irgendwelche
Kartenvorschläge habt, dann wie schon gesagt, alles bitte gerne in die Kommentare. Und da war gerade auch Schiefer. Das heißt, ich kann immer nur das Selbstglück verlaufen. Das heißt, wir stellen wir die Teile bitte vor. Und sind wieder einsatzbereit. Mir tut leid, dass der Teil jetzt vielleicht nicht ganz so spannend ist. Aber das gehört halt auch dazu zum Spiel. Und vielleicht findet ihr es auch gar nicht spannend, gar nicht langweilig. Also mir gefällt halt das andere nicht ein bisschen raus, und die ganze Reparation und so. Besser als dann im Schneemobil irgendwie. Wobei, es ist natürlich auch spannend und auch nicht ganz einfach, aber ja. Was ein bisschen schade ist, da beim Testlift, da sitzen die Menschen so drauf, aber so wie der dreht jetzt einfach da seine Runde, fährt runter, fährt wieder rauf, runter, fährt wieder rauf. Aber es ist schon cool, dass da überhaupt Leute drauf sitzen, also übt gerne und oft Kritik, aber ja, das ist eh. Jetzt ist 22 Uhr, der Betrieb hat gestoppt, wir haben nur einen Verletzten. Die Uhr ist wieder auf Echtzeit gestellt und ja, den Verletzten, oh, sind wir schon vorbeikommen, ah, der liegt da hinten irgendwo zwischen den Bäumen. Was müssen die auch immer im freien Gelände liegen? Das ist ja kein Wunder, dass mir und zur Hauptführung. Das können Sie jetzt genau hinschauen, wenn wir da rauf rasen, dann springen wir so. Und deswegen verletzen hinten, ich weiß nicht, ob das so gut für den wäre, aber ja, wir können es halt. So, Blaulicht brauchen wir jetzt nicht mehr. In den Tischenbulli noch schnell. Okay, genau. Piste 8 und 5 sind noch ziemlich gut präpariert. Ich glaube, da machen wir jetzt mal vorher nichts und werden jetzt dann zuerst Piste 4, weil da stehen wir schon, reparieren. Nachher werden wir Piste 6 reparieren. Und nachher werden wir vielleicht noch ein paar andere Stationen in der Nacht kaufen und die Pisten, soweit es geht, auch noch reparieren. Und danach schauen wir, ja. In diesem Video wird jetzt immer so viel passieren, vielleicht fangen wir da gerade noch ein bisschen an zu reparieren. So, von das Räumschild drauf. Schnee müssen wir in dem Fall wirklich nicht wegschieben. Wir müssen jedes Schneekorn kämpfen. So, und Innenansicht. Ah. Genau. Das ist schon rote Piste, die da teilweise schon ein bisschen steiler ist. Und da merkt man auch schon, dass es vielleicht nicht ganz so einfach geht wie auf der blauen Piste. Oder vielleicht ist es auch eine Einbildung, jetzt kommt halt nicht so vor. Vielleicht setzen wir da dann im nächsten Teil einmal die Winde ein, damit wir das auch mal ausprobieren. Vielleicht sollte die Arbeitsbeleuchtung einmachen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Aber ich würde sagen, das war's jetzt von dem Teil. Mir ist freut, dass ihr es zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like, ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ihr es gut findet, was ihr verbessern wollt. Unfall auf der Piste.
Da fragt man sich, wer der Skifahrer raufkommt, aber egal. Danke fürs Zuschauen.